Ich sitze hier auf meinem Boot, weil es mich entspannt. Und Entspannung ist wichtig, wenn man sein Portfolio anschaut. Denn viel kann man mit vergangenen Gewinnen und Verlusten sowieso nicht tun. Das ist einfach ein Fakt. Wenn ich mir die Gewinne anschaue aus meinem ersten Portfolio, und Sie wissen, das ist wirklich mein erstes Portfolio, davor war ich nur in Indexfonds investiert, muss ich sagen, verstehe ich ein paar Unternehmen. Geronimo Martins war sehr gut bewertet, ist ein Familienunternehmen mit Retail in Portugal. Total Produce macht Früchte und Gemüse in Irland und hat ein sehr aktives Management. Verstehe ich alles sehr gut. Hornbach, das war ja der Grund, dass wir in Hornbach investiert haben, weil Deutschland so viele Flüchtlinge hat. Die sind vermutlich schon in die Hornbach-Läden gegangen und haben sich ihre Sachen gekauft. Was ich überhaupt nicht verstehe, ist RWE. Denn als ich RWE gekauft habe, hat mir ein Freund angerufen und gesagt, du bist ja wahnsinnig, RWE ist im Konkursverfahren wegen den Atomkraftwerken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn mir das bewusst gewesen wäre, dann hätte ich das natürlich nicht gekauft. Und ausgerechnet bei RWE mache ich 8% Gewinn. Und da sieht man wieder, wie absolut schwierig es ist, zu beurteilen, welches Unternehmen in Zukunft einen Gewinn oder einen Verlust machen wird. Sogar dann, wenn man in einem Konkursverfahren steht, sind Gewinne möglich. Ich habe VW analysiert. Wenn man VW gekauft hat, in der Woche, nachdem der Abgasskandal bekannt geworden ist, hat man bis jetzt auch schon einen zweistelligen Prozent Gewinn gemacht. Und darum muss ich sagen, man kann das sehr gerne anschauen, diese vergangenen Gewinne und Verluste. Man soll sie einfach nicht persönlich nehmen. Und wenn man neue Aktien kauft, soll man vor allem nach vorne schauen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihren eigenen Investitionen.